Neulich im Gefängnis. Du da im Ladio, wie geht's dir denn heut Morgen? Du da im Ladio, wie war denn deine Nacht? Du da vollm Ladio, auch ich hab meine Sorgen. Du da vollm Ladio, ich bin schlecht aufgewacht. Oh ja, du willst auch schlecht aufwachen? Und du willst Sorgen haben? Dafür werde ich Sorgen. Hummel, Hummel, Mordbrand. Ein Radio Hamburg Hörspiel-Krimi. Heute bei der Weihnachtspolizei. Das Weihnachtsfest des Polizeipräsidiums steht an. In diesem Jahr hat man sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um die Belegschaft in eine weihnachtliche Stimmung zu versetzen. Alle sind in das Hamburger Planetarium eingeladen worden, wo ein ganz besonderer Stargast auftreten wird, um seine bekannten Lieder zum Besten zu geben. Vor dem Eingang des Sternentheaters rätseln Hamburgs beste Profi-Ermittler Mendenberg und Hansen gemeinsam mit Polizeitechniker Kuno Andresen schon eifrig, wer dieser ominöse Promi sein könnte. Oh, das ist ja alles so aufregend. Also ich bin ja echt gespannt auf den Stargast. Vielleicht ja Neil Diamond? Oh, bitte nicht. Ich wäre ja ganz extrem für Nikos Santos. Oder Alvaro Soler. Man munkelt ja, dass der Polizeidirektor dieses Jahr keine Kosten und Mühen gescheut hat und tatsächlich Britney Spears für das Fest engagiert haben soll. Oh, Britney Spears. Oh, das wäre ja was. Aber allein schon die Location ist doch schon was ganz Besonderes. Also ich war noch nie in einem Planetarium. Ja, und das hier ist eins der schönsten überhaupt. Und wie schick sich alle herausgeputzt haben. Witzig. Was? Na, Sie. Hä? Warum? Weil ausgerechnet Sie das Wort schick in den Mund nehmen. Ich wusste gar nicht, dass heute Abend auch die Prämierung des hässlichsten Weihnachtspullis stattfindet. Aber ich trage doch gar keinen Weihnachtspulli. Also das ist mein ganz normaler Übergangspolunder für die kalte Jahreszeit. Den habe ich übrigens aus der brandaktuellen Olaf-Schubert-Kollektion. Ja, sehr hübsch. Na, also ich hätte mich natürlich auch wie Sie als lebensgroße Christbaumkugel verkleiden und mir Lametta an die Ohrläppchen hängen können. Das sind die Ohrringe. Mann, Mann, Mann. Und das Paillettenkleid ist von Michael Kors. Ich mag's halt, wenn es glänzt und glitzert. Lassen Sie es gut sein, Chef. Gut, gut. Und Andresen, setzen Sie sich gleich neben mich. Würde ich ja liebend gern, Chef. Aber ich muss mich noch um etwas anderes kümmern. Hä? Was denn? Heute? Auf unserer Weihnachtsfeier? Top Secret! Order von ganz oben. Ich muss undercover ermitteln. Undercover? Psst! Genau! Der Polizeidirektor hat einen ganz besonderen Job für mich, hat er gesagt. Ich sage nur, verdeckte Ermittlung. Aber ich bin doch hier der Undercover-Spezialist. Ja, alles hatte mal seine besten Zeiten. Wie Ihr Haarschnitt zum Beispiel. Das soll eine ganz große Sache sein, bei der ich mich einmal komplett in eine andere Rolle versetzen kann, hat der Polizeidirektor gemeint. Wir müssen unsere Gegner überraschen. Okay, und wer sind diese Gegner? Keine Ahnung. Wow, das klingt nach der großen Karrierechance, von der Sie schon die ganze Zeit träumen. Ich weiß, ist das nicht aufregend? Ich muss dann jetzt auch. Gut, Hansen, dann können wir beide uns ja nebeneinander setzen. Hansen? Hä? Wo sind Sie denn? Hallo? Na, warten Sie doch auf mich. Als unsere Top-Ermittler Hansen und Mendenberg kurz nacheinander die große Halle des Planetariums betreten, staunen sie nicht schlecht. Alles ist festlich, weihnachtlich geschmückt. Zwischen den Rundreihen der Sessel steht dem Eingang gegenüber eine Bühne. Sie ist mit überdimensionalen rot-weißen Plastik-Zuckerstangen, künstlichen Tannen und einem liebevoll gezimmerten Pfefferkuchenhäuschen ebenfalls weihnachtlich geschmückt. Und vor allem gibt es schon jede Menge Gäste. Warum ist denn hier schon so viel los und die Hälfte der Sessel bereits besetzt? Gute Frage. Und irgendwie kenne ich die ganzen Gesichter gar nicht aus dem Präsidium. Und schauen Sie sich doch mal um. Das sind hier fast nur Frauen. Das ist in der Tat merkwürdig. Ach, da kommt ja auch der Herr Kriminaldirektor Harsch. Na, der hat sich aber mal richtig, wie lautet doch gleich das Wort, Chef? Ach ja, der hat sich richtig schick gemacht. Mendenberg, Hansen, was ist los? Warum mischen Sie sich nicht unters Volk? Weil mir das Volk reichlich suspekt erscheint. Ach das,
Ich gebe zu, dass es dann doch etwas zu kostenintensiv war, das Planetarium für die Weihnachtsfeier allein zu buchen. Deshalb habe ich mich mit dem städtischen Kindergartenverband zusammengeschlossen. Geteilte Kosten, geteiltes Leid, wie ich immer gern zu sagen pflege. Also los, und das Volk mischen. Das ist ein Befehl. Ganz vorne am Tisch sitzen die Kollegen Anke und Gaffron. Setzen Sie sich zu ihnen. Jawohl, Chef. Und so schlendern die beiden an den aufgereihten Sesseln vorbei und sind erstaunt über die vielen unbekannten Gesichter, die ihnen entgegengrinsen. Schauen Sie mal, wie die ganzen Frauen ihren Polunder anstarren. Das ist kein Gestarre, Hansen. Das sind die epileptischen Anfälle, die ihr Glitzerkleid verursacht. Ach, da vorne sitzen die beiden ja. Anke, Tim. Moin. 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 Da fällt mir jetzt nichts Vernünftiges ein, das ich da noch hinzufügen könnte. Hier sind ja wirklich alle Kollegen vertreten. Die Schutzpolizei, die Herrschaften vom Streifendienst und sogar die Schließer von der Untersuchungshaftanstalt. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass heute nicht irgendwo ein Verbrechen stattfindet. Das Planetarium füllt sich und der Abend nimmt seinen Lauf. Ein halbes Dutzend Weihnachtspunschsalzen später beginnt endlich der Programmhöhepunkt. Als Kriminaldirektor Harsch unter verhaltenem Jubel die Bühne betritt. Hey! Na gut. Als Kriminaldirektor Harsch unter frenetischem Jubel die Bühne des Planetariums betritt. Deswegen haben weder der städtische Kindergarten noch die Polizei Kosten und Mühen gescheut. Wir präsentieren Ihnen unseren absoluten Stargast des Abends. Es ist Neil Diamond! Alvaro Soler! Britney! Was klingt denn hier auf einmal so komisch? Wer bläst denn da die ganze Zeit in eine Flasche? Was sind das für 80er-Jahre-Synthesizer-Klänge? Und was machen plötzlich die ganzen Kinder auf der Bühne? Und wer ist dieser Mittelscheitelträger, der da aus dem Pfefferkuchen rauskommt? Das ist doch nicht etwa... Wolf Zukowski! Gibt es manche Leckerei? Sämtlichen Buhrufen zum Trotz zieht Rolf Zukowski sein Programm durch und feuert munter seine Lieder in das Publikum. Es schneit, kommt alle aus dem Haus. Rasch verstummen die negativen Stimmen, denn kein Zuhörer kann sich nach dem ersten eingängigen Refrain noch wehren. Alle lassen sich mitreißen in eine ausgelassene Weihnachtsstimmung. Es schneit, es schneit, es schneit. Danke, liebes Publikum. Herzlichen Dank. Mir ist zu Ohren gekommen, dass der Herr Kriminaldirektor heute Geburtstag hat. Wollen wir ihm gemeinsam ein Ständchen singen? Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Ach Chef, gucken Sie mal, wie selig der Haar schaut. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sich jemand selbst einen ganz besonderen Wunsch erfüllt hat. Wie auch immer, der Altmeister hat sein Publikum fest im Griff. Du da, im Radio, wie geht's dir denn heute Morgen? Du da, im Radio, wie war denn deine Nacht? Januar, Februar, März, April. Die Jahresuhr steht niemals still. Januar. Nach der ersten Stunde totalem Kinderhits-Klassiker Overkill ist es Zeit für die erste große Pause. Herzlichen Dank. Als der Master of Christmas Rock'n'Roll unter tausendem Jubel die Bühne verlässt, jagt zur Überraschung aller der Schlitten des Weihnachtsmannes über die Bühne. Gezogen von 4 robotergesteuerten Rentieren. Eines sogar mit rot blinkender Nase. Darauf sitzt Polizeitechniker Kudo Andresen. Ho, ho, ho. Mensch, das ist doch der Andresen, getarnt als Weihnachtsmann. Ob es das war, was der Kriminaldirektor mit einem Undercover-Job meinte? Der Ärmste. Steht ihm aber gut, ne? Dieser Vollbart und die rote Mütze. Und erst der prall gefüllte Sack, den er sich geschultert hat. Was da wohl drin ist? Vielleicht Britney. Den weiten Weg vom Nordpol habe ich hinter mich gebracht, um euch, verehrte Polizisten und Kindergärtnerinnen... Das heißt Erzieherinnen! Und Erzieherinnen... Und Erzieher! Und Erzieher... Erzieherinnen und Einerzieher. Und dann aber auch Polizistinnen, wenn wir schon dabei sind. Verdammte Genderisierung macht selbst von dem Weihnachtsmann nicht halt. Und Polizist, Gendersternchen, innen.
Jedenfalls habe ich als Weihnachtsmann den weiten Weg vom Nordpol auf mich genommen und Geschenke für jeden von euch mitgebracht. Ui, Geschenke. Ich liebe Päckchen. Mensch, Mendenberg, schauen Sie doch mal. Der Zukowski winkt die ganze Zeit in Ihre Richtung. Was? Oh, tatsächlich. Der meint mich. Ja, was will der denn bloß von mir? Ja, wenn Sie hingehen, wissen Sie es. Vielleicht will er ja ein Autogramm von Ihnen. Das wäre natürlich denkbar. Also gut, ja, dann werde ich mal. Also macht sich Mendenberg auf den Weg zur Bühnenseite, wo Rolf Zukowski hinter dem Vorhang hervorlugt und den Kommissar unentwegt zu sich heranwinkt. Herr Zukowski, es ist mir ja eine unglaublich große Ehre, Sie endlich einmal persönlich kennenzulernen. Ich bin ja ein großer Fan. Danke, Herr Mendenberg. Aber Sie müssen mir helfen. Sie sind doch Polizist, irgendwie. Und Sie doch Musiker, irgendwie. Und lustig sind Sie auch noch. Aber ich habe ein wirklich ernstes Anliegen. Wenn es Ihr Songwriting betrifft, nun, da bin ich ja kein Fachmann, aber da könnten Sie in der Tat noch Schützenhilfe gebrauchen. Ich meine, mal ehrlich, kein Kind weiß doch, was Zuckade ist. Es muss Zitronat heißen. Reimt sich dann aber auch nicht mehr auf Schokolade. Zitronat, Schokolade. Na gut, aber ist ja auch egal. Es geht sowieso um etwas völlig anderes. Ich glaube, dass mir jemand nach dem Leben trachtet. Gut, bis vorhin hätte ich sogar gesagt, dass die Hälfte des Publikums ihren Tod sehen will. Ich kann mir gut vorstellen, dass sämtliche Erzieherinnen in Deutschland sein echtes Zukowski-Trauma haben, so oft wie sie ihre Songs hören müssen. Aber nach der Show, die sie gerade hingelegt haben, dürften sie alle hier im Saal restlos auf ihre Seite gezogen haben. Sie waren ja großartig. Danke, sehr nett von Ihnen. Vielleicht haben Sie ja doch ein bisschen Sachverstand, egal was ich gehört habe. Von wem? Tut nicht zur Sache. Aber dennoch, im Publikum muss es eine Person geben, die es auf mich abgesehen hat. Schauen Sie hier. Rolf Zukowski hält unserem Hauptkommissar ein mehrmals gefaltetes Blatt Papier unter die Nase. Ich muss mir die Weihnachtsbäckerei seit Jahrzehnten anhören. Ich kann nicht mehr. Heute wirst du bezahlen. Ist sogar eine Zeichnung drunter. Ein Revolver und ein Messer. Und wie es aussieht, auch ein Blutfleck. Ist das nicht schrecklich? Oh ja, der Verfasser dieses Briefes hat sich bestimmt an der Papierkante geschnitten. Die sind aber auch scharf. Tut höllisch weh. Erst neulich habe ich mir meinen Daumen... Sie müssen mir helfen. Natürlich, Herr Zukowski. Sie sind hier auf der Weihnachtsfeier des Polizeipräsidiums, also quasi in besten Händen. Wo haben Sie den Brief denn her? Den hat mir eben mein Kind aus dem Chor auf der Bühne überreicht. Hier ist ein Brief für dich. Ich denke, dass uns der Blutfleck weiterhelfen wird. Bestimmt hat Kollege Andresen eine Möglichkeit, wie wir auf die Schnelle die Auswertung des Blutes durchführen können. Und wenn wir die dann mit der Blutgruppe aller anwesenden Gäste abgleichen, haben wir ja eine überschaubare Schnittmenge. Plötzlich tönt Andresens Stimme mikrofonverstärkt durch das Planetarium. Ich beginne mit der Verteilung der Geschenke, die mein Identifikator, den ich selbst entwickelt habe, passend auf die jeweils anwesenden Gäste verteilen wird. Ich ziehe das erste Päckchen und schalte das Gerät ein. Und zack. So, für die liebe Kollegin Anke hat der Weihnachtsmann ein Profi-Bleistift-Spitzset. Danke, danke, lieber Weihnachtsmann. Aber the show must go on. Schließlich haben wir Herrn Zukowski für volle 3 Stunden bezahlt. Und die soll er gefälligst auch abliefern. Einen Applaus für unseren Weihnachtsmann. Ich muss dann mal wieder. Viel Erfolg und machen Sie sich keine Sorgen. Ich kümmere mich um die Lösung des Falles. Sie können mir vertrauen. Sie haben sich da genau an den richtigen Mann gewandt. Und Herr Mendenberg, ich möchte Ihnen wirklich nicht zu nahe treten, aber von Mann zu Mann. Sie müssen da dringend was mit Ihrer Frisur machen. Hä? Wie? Ladies and Gentlemen, the one and only Rolf Zukowski. Guten Tag, ich bin der Nikolaus. Guten Tag, guten Tag. Während Rolf Zukowski erneut die Bretter entert, die die Welt bedeuten, meckert ein mies gelaunter Kuno Andresen hinter der Bühne. Ich finde es unter aller Kanone, dass der Harsch mich einfach so unter Vortäuschung falscher Tatsachen in das Nikolauskostüm steckt und mich dazu zwingt, die Weihnachtsgeschenke zu verteilen. Das ist einfach das Allerletzte und mit Beamtenmissbrauch. Ich hätte so gern mitgefeiert. Ja, ja, aber gut, dass Sie hier sind. Schauen Sie sich das an. Ein Drohbrief, der sich an Rolf Zukowski richtet. Hier, lesen Sie. Ich kann das Weihnachtslied hören, die Weihnachtsbäckerei. Naja, verübeln kann man das wohl niemanden. Allein die Kindergärtnerinnen hier. Erzieherinnen! Lassen Sie das! Die Sache ist ernst! Hier geht es um eine handfeste Morddrohung. Und schauen Sie da, der Blutfleck. Können wir den auf die Schnelle analysieren? Leichtigkeit. Einen kurzen Augenblick. Ich habe da im Sack doch irgendwo einen Schwangerschaftsstreifen für Kollegin
ist ja auch egal. Und wenn ich den mit dem Tonic Water für den Gaffron und den Schnapspralinen für den Hausmeister mische, die Substanz aus der Flasche Old Spice für den Eulen Harsch extrahiere und meinen geliebten TI30 mit dem Schwangerschaftsgerät verbinde, dann durch drei teile und mit der Summe mal nehme, dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Machen Sie doch einfach, aber machen Sie schnell. Ja, ein alter Mann ist kein D-Zug. Also wollen wir mal sehen. Ah, da! Hat funktioniert! Der Blutfleck lässt sich nun zweifellos einer Blutgruppe zuordnen. Und zwar... Oh, verdammt. Was machen Sie da, Sie Wahnsinniger? Jetzt hat der ganze Brief Feuer gefangen und uns zerfällt zu Asche. Ups, das Tonic Water war dann doch zu stark. Jetzt sind alle Spuren futsch. Was ist denn hier los? Was macht ihr denn da die ganze Zeit? Ihr verpasst doch das Beste. Rolf Zukowski hat eine Weihnachtspolonaise durch den ganzen Saal angekündigt. Ach, es ist ernst, Hansen. Jemand trachtet nach Zukowskis Leben. Hier der verdammt, den gibt's ja nicht mehr. Sorry. Und so bleibt Mendenberg nichts anderes übrig, als seiner Kollegin von dem Drohbrief zu erzählen. Das ist ja schrecklich. Ja, sowas von. Ich sag ja immer, Vorsicht vor den scharfen Papierkanten. Tut höllisch weh. Nein, Sie Honk. Ich meine, welche kranke Kreatur möchte einem derart netten Mann denn bloß etwas Schlimmes antun? Wer kann denn da einen Grund zu haben? Oh, ich könnte Ihnen im Saal hunderte Gründe nennen. Sie meinen? Exakt. Der Schreiber oder vielmehr die Schreiberin dieses Drohbriefes muss sich hier in diesem Saal befinden. Am besten verriegeln wir auf der Stelle alle Eingänge und starten mit den Verhörrunden. Sie sind doch wahnsinnig. Wie lange soll das denn dauern, über 100 Erzieherinnen zu verhören? Ja, so lange, wie es eben dauert. Es geht um Leben und Tod. Nein, da müssen wir anders ran. Und wie? Na, mit Fingerspitzengefühl. Wir müssen das Kind finden, das Rolf Zukowski den Brief ausgehändigt hat. Und dieses Kind führt uns zu der Spur des Briefeschreibers. Wie konnten Sie beide nur zur Polizei kommen? Damals, da war so ein Polizist für die Fahrradprüfung an unserer Grundschule, der Michael. Und der meinte... Ja, das war eine rhetorische Frage, Chef. Macht euch bereit, jetzt kommt die Zeit, auf die ihr euch freut. Bald schon ist Weihnacht, fröhliche Weihnacht. Macht euch bereit. Unsere Ermittlerprofis warten die nächste Pause ab, um Rolf Zukowski nach dem Kind auszufragen. Sie erfahren, dass er den Brief von einem Jungen in einem Weihnachtselfkostüm erhalten hat. Andresen schwingt sich derweil wieder in seinen Weihnachtsmannschlitten auf die Bühne, um die restlichen Geschenke zu verteilen. Mendenberg und Hansen irren durch den Backstage-Bereich und stöbern das gesuchte Kind auf. Da, an der Candybar. Klein, kurze Haare, Elfenohren, grüne Jacke. Die Beschreibung passt. Halt, Junge, stehen bleiben! Ach, bitte, Kollege, Sie machen dem Kind ja noch Angst. Junge, kommst du mal bitte zu uns? Ja. Hast du dem Onkel Rolf auf der Bühne einen Brief überreicht? Da, er nickt. Ja, Mann, ich sollte das dem Zukowski-Typen geben. Hab 20 Euro und ein paar Kekse dafür gekriegt. Nen 20? So viel? Kekse? Was denn für Kekse? Na, die da. Oh mein Gott. Lecker, Kekse. Oh, verstehen Sie denn nicht? Oh, Entschuldigung. Was soll ich denn verstehen? Na, die Kekse. Ja, und? Das sind Glückskekse. Und? Ich meine... Ah, jetzt hab ich's dämmert. Wie sah denn der Mensch aus, der dir den Brief überreicht hat? Da muss ich mal überlegen. Er war ungefähr so groß wie der Mann mit der lustigen Frisur hier. Er hatte dunkle Haare und braune Augen. Ah, und so einen komischen dunkelroten Anzug. Der war aber nicht so hässlich wie ihr Kleid. Sah dieser Mann zufällig asiatisch aus? Was denn das? Ja, wie ein Chinese. Ja, ich glaub schon. Der hat auch so komisch geredet. Der meinte, dass ich dem Brief einem Lolf geben soll. Lolf? Na, Lolf Zukowski. Also Rolf. War es das? Darf ich jetzt wieder an die Candy Bar? Ja, klar doch. Danke, du hast uns sehr geholfen. Um diese Uhrzeit sollten Kinder wirklich nicht mehr freien Zugang zu Süßigkeiten haben. Das putscht die doch nur auf. Der Beschreibung nach passt das perfekt zu unserem Asiaten von der Glückskeksmafia. Sie erinnern sich? Ja, dunkel. Der hatte gute Restaurants. Aber wie kann das sein? Der Asiate sitzt doch hinter Gittern. Und was sollte der gegen Rolf Zukowski haben? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Oder werden seine Alben auch im asiatischen Raum vertrieben? Naja, hoffentlich nicht. Von der Bühne. Dann nichts wie hin. Im Namen aller heranwachsenden Kindergartenkindergenerationen, wir müssen Rolf Zukowski retten. So schnell sie ihre Füße tragen, rennen die beiden durch die VIP-Gänge bis zur Bühne. Doch die ganze weihnachtliche Szenerie hat sich verändert.
In schwindelerregender Höhe ist ein Teil der Verkleidung der Kuppelwand abgerissen. Dahinter ist ein Gestänge zu sehen, wie ein Baugerüst. Das ist ja ein Gestänge, wie ein Baugerüst. Hab ich doch gesagt. Ruhe! Das ist wohl das Gerüst, das die Kuppel trägt. Und da, da ist jemand zu sehen. Das ist ja eine Vollkatastrophe. Das geht alles von unserer Zeit mit Rolf Zukowski ab. Los, Mann, spielen Sie weiter, Herr Zukowski. Ja, aber wo ist er denn? Sehen Sie doch nur, dort oben, in dem Baugerüst. Sämtliche Augen richten sich nach oben, wo hinter der abgerissenen Verkleidung auf dem Stahlkonstrukt eindeutig Rolf Zukowski zu erkennen ist, der von einem Mann festgehalten und mit einer gezückten Waffe bedroht wird. Ach du Schreck, der Asiate hat Rolf Zukowski in seiner Gewalt. Ja, ja, da kann man nichts machen. Schade, dass es ein solches Ende mit ihm nehmen muss. Doch hier mal ein Gläschen Punsch. Wie kommt der Asiate hierher? Ich dachte, der säße hinter Gittern, nachdem ich ihn mit meiner selbstlosen Drogenaktion überführt hatte. Moment, das haben wir gleich. Da muss die erfahrene Sekretärin ran. Anke zückt ihr Smartphone und lockt sich in Windeseile in den Polizeirechner ein. Oha. Was heißt hier oha? Es gab einen Gefängnisausbruch. Heute Abend. Der Asiate ist geflüchtet. Das heißt? Dass es vielleicht doch nicht die beste Idee vom Kriminaldirektor gewesen ist, auch die gesamten Kollegen aus dem Gefängnis zur Weihnachtsfeier einzuladen. Sind keine Wächter übrig geblieben für die Arbeit. Aber warum ist der Asiate hier? Was hat er auf der Weihnachtsfeier zu suchen? Und wieso hat er Rolf Zukowski in seiner Gewalt? Wo ist Mentenberg? Ich hätte da so eine Ahnung. Oha. Der Drohbrief. Das war alles eine abgekaterte Sache, um sie auf die falsche Fährte zu locken, solange der Asiate seinen großen Coup vorbereitet. In Wahrheit ging es die ganze Zeit um sie. Wo ist er? Hier ist Sean Mentenberg. Hier. Danke, Kollege. Ich will bloß helfen. Mentenberg, großartig. So sehen will uns bieten. Die sind voll und ganz in meine Falle geladen, die ich von langer Hand geplant habe. Los, was wollen Sie? Spucken Sie es aus. Ich tausche Rolf Zukowskis Leben gegen das von Mentenberg. Klingt nach einem guten Deal. Hey. Immerhin habe ich Herrn Zukowski für 3 Stunden bezahlt. Meine lieben Herren, das bringt doch nichts. Gewalt ist keine Lösung. Ich kenne ein Lied, das unsere Gemüter bestimmt wieder beruhigen könnte. Lieder, die wie Brücken sind, die brauchen... Ich glaube, ein Lied hilft hier auch nicht mehr weiter. Blue, Blue mit dem Geklechtse. Oder ich will... Also gut, ich stelle mich. Wenn ich es bin, den Sie haben möchten, dann sollen Sie mich auch bekommen. Aber bitte, tun Sie Herrn Zukowski nicht. Endlich krieg ich meine Lache. Stimmt, im Gefängnis gab es bestimmt nichts zu lachen. Rache, er meint Rache. Ach so. Lassen Sie ihn los und nehmen Sie mich statt seiner. Von mir aus, ganz wie Sie wollen. Der Asiate tut wie befohlen und lässt die Hände von Rolf Zukowski los, der daraufhin haltlos in die Tiefe stürzt. Doch ehe Rolf Zukowski auf den Boden trifft, recken sich ihm aber Dutzende Hände entgegen. Da, sehen Sie nur, die Erzieherin, fangen ihn auf und retten ihm damit das Leben. Ach, ist das nicht rührend. Das ist denn immer Stage-Diving extrem. Ehe sich Mentenberg versieht, schießt wie aus dem Nichts ein Lasso auf ihn zu und schlingt sich um seinen Körper. Im nächsten Augenblick wird er hochgezogen, bis zum Loch in der Verkleidung in schwindelerregender Höhe. Nur mit Mühe und Not kann sich der Hauptkommissar von dem Strick befreien und das Stahlkonstrukt packen. Er zieht sich hoch. Der Asiate steht ihm unmittelbar gegenüber. Mentenberg, Mentenberg. Endlich ist die Zeit der Lache gekommen. Mentenberg. Es heißt Mentenberg. Aber ja, unverhofft kommt oft. Das Wiedersehen hätten Sie aber auch einfacher haben können. Sie hätten doch bloß anrufen müssen und ich wäre zu den Besuchszeiten bei Ihnen in der Haftvollzugsanstalt vorbeigekommen. Schluss mit den Späßchen, Mentenberg. Sie haben mein lukratives Logengeschäft vernichtet und mich hinter Gittel geblackt. Auf diesen Tag habe ich lange gewaltet. Jetzt melden Sie Stelben. Nun, genau genommen war es ja dieser Jan Fedder, der Ihnen auf die Schliche gekommen ist. Aber hey, gute Nachricht. Ich habe seine Adresse. Also, wenn Sie möchten, kann ich sie Ihnen gerne geben, damit Sie Ihre Rache an ihm vollziehen. Also, was haben Sie denn jetzt mit diesem riesigen Messer vor? Ich melde mein Leibgelicht zu beleiden. Nennen wir es... Chop Mentenberg Sui. Ich glaube ja, das liegt echt schwer im Magen.
Außerdem ist vegetarische Ernährung ja gerade sehr angesagt. Vielleicht könnten wir uns auf einen Salat einigen. Also eher nicht. Doch der wütende Asiate hat die Rechnung ohne den Geist der Weihnacht gemacht. Gerade als er sich auf John Mendenberg stürzen möchte, bleibt er mit dem Lackschuh an einem Seil hängen, an dem eine riesige Zuckerstange aufgehängt worden ist. Verliert das Gleichgewicht und stürzt mit dem Kopf voran in die Tiefe. Oh mein Gott, er fällt! Ich kann gar nicht hinsehen! Der Asiate fällt tatsächlich. Doch wieder tritt der Geist der Weihnacht in Erscheinung und sorgt dafür, dass er sich mit den strampelnden Beinen im Seil verheddert und hängen bleibt, als er kurz davor ist, auf den Boden zu knallen. Und so baumelt er über den Köpfen des Publikums, gefangen mit seinem Fuß in einer Schlaufe. Das ist so unfair. So verdammt unfair. Ich war so nah dran. Kollegen, verhaften Sie diesen Mann schon wieder. Mit erleichterter Miene schaut Mendenberg von oben dabei zu, wie der Asiate aus seiner Fußschlinge befreit wird, um im direkten Anschluss von einer Handvoll Polizisten unter dem Jubel aller Anwesenden in Gewahrsam genommen zu werden. Nur wenig später ist der Hauptkommissar zurück auf dem Boden der Tatsachen. Nun, von dem haben Sie wohl nichts mehr zu befürchten. Dieser Kerl kommt jetzt in absolute Sicherungsverwahrung. Herr Mendenberg, ich kann Ihnen gar nicht genug danken, dass Sie mich vor diesem schrecklichen Mann beschützt haben. Och, das war jetzt aber... Überhaupt nicht der Rede wert. Dafür ist die Polizei, dein Freund und Helfer, schließlich da. Na dann. Werde ich mich wohl mal auf den Heimweg machen, um den Schock zu verdauen. Auf der Bühne erlebt man wirklich viel, aber sowas nicht. Polizist zu sein, das wäre nichts für mich. Für den Chef auch nicht. Was? Nichts. Wo wollen Sie denn hin, Herr Zukowski? Es stehen noch 15 Minuten Spielzeit an. Aber ich dachte, also das... Auf die Bühne mit Ihnen. Hier wird erst aufgehört zu spielen, wenn die 3 Stunden voll sind. Aber ich habe doch wirklich schon meine größten Hits zum Besten gegeben. Na und? Dann fangen Sie eben noch mal von vorne an. Also dann noch mal. 2, 3, 4. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Leckerei in der Weihnachtsbäckerei. Und bei der Weihnachtspolizei. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Nee, Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten euch allen. Hummel, Hummel, Mordmord. Ein Radio Hamburg Hörspiel-Krimi. Buch, Klistoff, Dittel und Björn Behlens. Ho, ho, ho. Produktion Christian Stemmern. Idee und Redaktion Simone Terbrack. Und das erwartet euch in der nächsten Folge. Das sind die Kollegen Hansen von der Kripo und Wim Pelzer hier, der Dings, der Fernsehkoch. Tim Melzer. Ja, das sage ich doch. So, und jetzt Butter bei die Fische. Paul, wir suchen heiße Ware, Kugelfische. Folge 20 erscheint am 5. Januar um 12 Uhr.